Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind hier mit Geralt in einer Art Hospital, zusammen mit Rittersporn am Krankenbett von Priscilla. Denn etwas Schreckliches ist passiert. Es gab eine Art Anschlag. Priscilla sollte getötet oder vielleicht auch nur verletzt, verstümmelt werden. Wir wissen nicht genau. Man kann vermuten, dass es mit der Eröffnung des Chamäleons, des neuen Kabaretttheaters, zu tun hat. Vielleicht, dass das irgendwie sabotiert werden sollte. Also es ist sehr mysteriös und geheimnisvoll und wir werden versuchen, das herauszufinden, das zu rächen. Und der Arzt hier, der hat versprochen, uns zu helfen. Allerdings ein bisschen merkwürdig ist das auch schon, dass er jetzt richtig aktiv wird auf der Suche nach dem Täter. Also ich bin mal gespannt, ob wir ein bisschen mehr noch erfahren über die Motivation dieses Arztes. Wir werden sehen, wir werden uns mit ihm auch gleich treffen. Aber vorher werden wir noch ein neues Hexerschwert, ein Silberschwert herstellen lassen. So, dazu werden wir zum Platz des Hierarchen laufen. Ja, wir müssen, glaube ich, sogar noch ein bisschen... Nee, hier sind wir falsch. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Wir müssen da noch zum Fischmarkt runter, denn ich glaube, da ist der Waffenschmied. So, habe ich mir jetzt hier ein bisschen verlaufen? Gut möglich. Oh, eine Glatze sollst du kriegen. Na, das ist ja ein ziemlich radikaler Fluch, den man uns hier auferlegt. Eine Glatze sollst du kriegen. Ärger. So. Okay, hier sind wir erstmal. Da wartet er auf uns. Aber wie gesagt, ich will erstmal hier zum Waffenschmied. Das hier ist ja ein Rüstungsschmied. Die Feuer brennen immer noch. Bücherverbrennung. Sagt mal, kann man da vielleicht noch irgendwie ein paar gute Bücher abstauben? Nee, kann man nicht. Man könnte tatsächlich hier noch mehr Feuer machen, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das nicht noch unterstützen. Seht mal! So, hier müsste er sein. Ich bin gespannt, ob wir die Zutaten haben, die wir benötigen. Das habe ich natürlich jetzt nicht geprüft. Ach nein, er ist jetzt nicht da. Okay, mir wurde gesagt, dann hilft in so einem Fall eine Stunde zu meditieren. Wir haben es jetzt 16 Uhr, wir werden mal versuchen, hier bis 17 Uhr zu meditieren. Das ist zwar nicht ganz eine Stunde. Tatsächlich, da ist er. Hervorragend. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Neuschmieden. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kriegst du das hin? So, und genau darum geht es. Es geht um dieses Katzensilberschwert. Und wir sehen, wir benötigen noch Silberbarren. Das allerdings sollte auch kein Problem sein. Da haben wir, glaube ich, genug Zeug, um Silberbarren herzustellen. Zwei waren es, glaube ich, ne? So, wir müssen erstmal hier ein bisschen... Ja. Gott sei Dank genug Silber dabei. Okay, dann schauen wir mal. Hier oben was. So, jetzt haben wir alles dabei. Hervorragend, 185 kostet uns das Ganze. Plus 38 Schaden im Vergleich zur jetzigen Waffe. Wir verlieren Angriffskraft gegen Geister sehr stark. Da war die wiederum gut. Ja, ich meine, das kann man sich natürlich überlegen, dass man tatsächlich die Waffen auch immer mal parat hat gegen spezielle Gegner. Denn das war mir noch gar nicht so bewusst, dass die teilweise einzeln solche Stärken haben. Ganz interessant. Diese hier hat plus 20% Bonuserfahrung bei Monstern. Das finde ich allerdings auch sehr cool. Gut, was wir aber noch tun werden, wir werden noch ein bisschen handeln. Wir können, glaube ich, noch etwas verkaufen. Hier sowas alles. Ja, das war es aber schon, zumindest auf dieser Seite. Wir gucken mal da drüben. Ne, das ist auch alles Hexerausrüstung. Nichts Besonderes mehr dabei. Was wir allerdings noch verkaufen könnten, genau, ist dieser Sattel, den wir hier gewonnen haben und die Scheuklappen, die wir nicht benötigen. Bis dann. Beziehungsweise wir hätten vielleicht auch das Schwert verkaufen können, was ich gerade trage. Ja. Aber wir legen jetzt erstmal das neue Katzensilberschwert an.
Ich bin mir nicht sicher, lohnt es sich, das da rauszuholen, was sie da reingepackt haben, aber ich glaube, das lohnt sich eher nicht. So, dann können wir uns noch überlegen, was für eine Rune wir da rein tun. Es sollte keine kleine Rune sein. Haben wir eigentlich schon große Runen? Ich glaube nicht. Rüstungsdurchbohrung klingt irgendwie auch ganz nett. Ja, pass mal auf, das machen wir mal da rein. So, was ich mich frage, wollen wir das jetzt verkaufen? Das Deitwen oder bewahren wir es? Ah ne, ich hatte ja gesagt, ich will es vielleicht aufbewahren, weil es eine spezielle Angriffskraft gegen... Ach, wisst ihr was? Das hat nur deshalb die Angriffskraft gegen Geister, weil ich Geisteröl dort noch aufgetragen habe. Von sich aus hat es dies nicht. Von sich aus hat es nur Kälteschaden. Nö, wisst ihr was? Dann... Ich werde, glaube ich, die... Ah, nee, aber ich glaube, ich werde nicht diese Waffen alle aufbewahren. Machen wir nicht. Dann denke ich, verkaufen wir die noch schnell und dann geht's los. Soll ich dir was schärfen? Möge die Macht des ewigen Feuers mit dir sein. Was hast du im Angebot? So, also, wie viel kriegen wir denn dafür? Immerhin noch 490. Ach, er hat gar nicht mehr so viel Kohle, sehe ich gerade. Ja gut, dann verkaufen wir es nicht. Aber wo wir da schon hier sind, könnten wir auch mal reparieren. Wobei... Auch das wurde mir zu Recht in den Kommentaren mal nahegelegt. Wir haben so viele Reparatursets. Bis dann. Da könnten wir tatsächlich mal ein bisschen Geld sparen, wenn wir das mit eigenen Mitteln einfach mal nutzen. Schaut mal, die können wir mal aufbrauchen. Ach, guck mal, die andere war auch gar nicht kaputt. Und dann haben wir hier auch noch Reparatursets für die Rüstung. Da können wir ein bisschen was heil machen. Und da auch, ja gut, die waren aber eigentlich... sehr gut in Schuss. Okay, dann sind wir. Dann sind wir, glaube ich, vorbereitet. Und treffen uns mit Graz, so hieß der Arzt, der jetzt hier mit Hand anlegen will. Ach so, es ging ja. Schau mal. Es ging ja darum. Wir wollten durch die Kanalisation, um ins Leichenhaus einzubrechen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war der Plan. So, ich glaube, um auf diesen Hinterhof zu kommen, müssen wir hier lang. Und da hinten dann links. Was für Kuckerspucker! Jawohl. Komm schon, das war nichts. Da wartet er auf uns. Na, bereit für einen Spaziergang in der Kanalisation? Mhm. Bereit und neugierig. Geh voran. Irgendwie ein bisschen merkwürdig finde ich den Typen. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Ich habe versucht, die Tempelwache in die Kanalisation zu schicken. Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Was hat er? Eine Armbrust? Hilfe! Die Hilfe. Ich bin noch hier. Du machst doch gar nichts. Er hat tatsächlich eine Armbrust. Ja, okay. Gehen wir mal weiter. Das. Oh, Wasserweib. Ja, schieß mal. Sehr gut. Mein Schutz ist raus. Ja. Geralt! Ja, es ist... Ah. Unangenehm, das Viech. Sehr unangenehm. Was jetzt, Stück? Oh. Okay. Gut, das war gar nicht ohne, muss ich mal sagen. Ja, wir sollten uns vielleicht hier mit der überlegenen Schwalbe auch mal ausrüsten. Ach, da hat er schon was Nächstes entdeckt. Na gut. Brauchen wir jetzt schon die Schwalbe? Oder kommen wir klar? Ach, ich nehme sie mal. Komm schon. Ja,
So, der brennt, der nicht. Der kriegt unser Schwert in den Rücken. Der Idiot! Verdammt. Kaum ist eins tot, kommt das nächste. Ich kenne das Gefühl, glaub mir. So, wo und geht's wohin jetzt? Nach oben? Ja, es ist nicht mehr weit. Priscilla, wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen. Aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Ja, das habe ich befürchtet. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Ja, inwiefern? Ach so, Lebenswillen. Ja, okay. Hm, verständlich. Gut, hier geht's wohl hoch. Nimm die Leiter. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut, wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Eines Schnitzers, okay. Das ist ganz offensichtlich kein Zwerg. Das könnte einer sein. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Nee, Hexen. Hexenjäger. Da, oh Gott, das ist ja ein Riesengebiet hier. Ernsthaft? Hier wär's mal hier. Weitere Leichen. Oh mein Gott. Angenehm ist die Sache aber nun wahrlich nicht. Das ist auch kein Zwerg. Also wir müssen uns, glaube ich, jetzt nicht jede... Oh. Ich glaube mal, die Truhen schauen wir immer mal rein. So, von da sind wir gekommen. Gehen wir hier weiter lang. Das ist ein Zwerg. Das muss er sein. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht geschlechtsspezifisch. Suchen wir weiter. Okay. Also nicht. Und hier? Ein Zwerg. Aber die Hände, nicht die eines Schnitzers. Eher die eines Bankiers. Suchen wir weiter. Auch nicht. Schwielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Oh Mann. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Warum hat er seinen Bolzen in der Hand? Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Haben wir damit schon die entscheidende Spur? Na, wir untersuchen weiter, ne? Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe.
Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Okay, also die haben irgendwie in Säure trinken lassen. Das ist ja super mysteriös. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Was? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Was ist denn da los? Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Warte mal, das heißt, damit dort noch Sauerstoff reinkommt, oder was meint er damit? Vermutlich. So, wir haben uns alles angeschaut. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Tja. Also, ich habe auch keine Ahnung. Ich kann jetzt nur mutmaßen. Aber ich würde sagen, ich tendiere zu Punkt 2. Ich weiß nicht warum, aber es ist so Bauchgefühl. Eins ist sicher, das war eine Bestrafung. So foltern doch noch nicht mal die Hexenjäger. Welche Sünde sollte das gewesen sein? Das weiß nur der Mörder. Und so werden wir ihn finden. Oder sie. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Reck, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde? Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein, eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert.
Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Nathaniel, wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jedermann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Himmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Wenn mal nicht der Orden dahinter steckt, irgendwie. Naja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber es war ein bisschen auffällig, dass er unbedingt verhindern wollte, dass Leute hier das untersuchen. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich will dich nicht drängen. Danke. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist nur eine alte Wunde. Unverheilt. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Wow. Ich muss sagen, die Geschichte nimmt mich jetzt hier richtig mit. Wir gucken, nee, das wollte ich mir nicht angucken. Wir gucken kurz mal uns die Personen an, die wir hier gerade kennengelernt haben. Hubert Reik. Die Welle religiös und rassistisch motivierter Morde, die im Frühling 1272 über Novigrad hinwegfegte. Oh, da wird jetzt ein bisschen gespoilert. Trug sich in der Amtszeit Hubert Reiks zu, des Leichenbeschauers der städtischen Leichenhalle. Reik war entsprechend überarbeitet und musste zudem noch die Anfeindungen seines Vorgesetzten Hochwürden Nathaniel ertragen. Daher überrascht es wohl nicht, dass er bei der ersten Begegnung mit Geralt recht unangenehm und sarkastisch wirkte. Es war außerdem offensichtlich, dass es zwischen ihm und Joachim von Graz böses Blut gab. Auch dieser Umstand trug nicht zur Verbesserung der recht steifen Atmosphäre in der Leichenhalle bei. Dennoch, als Hubert den Grund für Geralds unerwarteten Besuch erfuhr, stellte er klar, dass der Hexer und Joachim auf seine Hilfe zählen konnten. Und dann haben wir Nathaniel Pastodi. Hochwürden Nathaniel, Aufseher der städtischen Leichenhalle und Kleriker des ewigen Feuers, war ein Mann mit üblem Charakter und bewegter Vergangenheit. Ehe er die Kutte angelegt hatte, war er jahrelang als Folterer der Stadt tätig gewesen. Es wäre wohl schwierig, jemanden zu finden, der sich weniger zum Geistlichen eignete als ein ehemaliger Henker. Aber wie sagt man so schön, in Novigrad ist alles möglich. Ja, ja, genau. Die Tatsache, dass er Folterer gewesen ist, das ist halt auch so eine Sache, ne? So, es wurde, glaube ich, hier noch eine Sache ergänzt. Finde ich den jetzt?
Ja. Ja gut, das ist aber nicht so relevant. Okay, jetzt stellt sich die Frage, was machen wir als nächstes? Ich denke, wir werden hier keine Ruhepause einlegen, sondern gleich mit den Ermittlungen beginnen. Und ganz in der Nähe scheint der Leichensammler zu sein, den wir befragen können, irgendwo hinter uns. Was ist nochmal mit Foltest passiert? Oh, und was ist hier passiert? Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Zuvor haben sie wenigstens keine Frauen getötet. Wenn du dich mit dem Bettlerkönig anlegst... Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Da kommt ein Hexer. Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen... Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Okay, also da führt schon wieder eine Spur zu Hochwürden Nathaniel. Der hat seine Finger mit drin. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Puh. 200 ist eine Bestechung hier. Na, ich würde mal sagen, wir werden jetzt auch mal ein bisschen wütend. Ich rate dir, mich nicht sauer zu machen. Sonst kannst du das Krematorium selbst besichtigen. Rühr mich an und du hast die Wachen am Arsch, ehe du bis drei zählen kannst. Wegen eines kleinen Scheißers wie dir? Kaum. Die sind schlau. Schlauer als du. Sie kennen Eustachius und wollen mich auf ihrer Seite wissen. Denn alle sterben eines Tages. Und ich bestimme, wo die Leiche landet. Im Grab, im Krematorium oder anderswo. Okay, wir kommen nicht drum rum. So wild bist du aufs Geld? Na schön, hier, jetzt rede. Was hast du gefunden? Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Warte mal, kurz. Der hat bei der Leiche einen Brief aus Menschenhaut gefunden, wo der Name des nächsten Opfers draufstand? Okay, das klingt jetzt doch ein bisschen eher nach Ritualmord, oder? Nach irgendeinem Serienmörder. Geh mir aus den Augen. Sofort. Wow. Können wir uns den Brief nochmal anschauen oder steht da nur der Name drauf? Nee. Offenbar nicht. Ich glaube, wir haben da nichts aufgenommen. Ich gucke nochmal ganz sicherheitshalber hier rein. Geleitbrief. Hier unten. Nee, den haben wir nicht. Okay. Alles klar. Ja, Wahnsinn. Sehr spannend. Wir werden natürlich die Ermittlungen fortsetzen. Einmal können wir noch den Ort, an dem der Schnitzerstab untersuchen und die Gasse, in der Priscilla angegriffen wurde. Ja, wir werden keine Zeit verlieren. Das machen wir das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.